Maxi Bergmann hat Silke Müller das Wort Schlampe auf den Hintern tätowiert. Jetzt behauptet die Kundin plötzlich, es nie gewollt zu haben. Sieht so für dich vielleicht ein Einhorn aus. Für die Tätowiererin beginnt die Hölle auf Erden. Dann kannst du deinen Saftladen hier nämlich dicht machen. Aus der Drohung wird bitterer Ernst. Ein anonymer Hinweis, der uns auf die hygienischen Verhältnisse in ihrem Tätowierstudio hingewiesen hat. Sie sollen mangelhaft sein. Scheiße. Die Silke, die hat mich schon wieder angezeigt. Ich hatte sie absichtlich vor dieses Auto geschubst. Wie bitte? Frau Bergmann, was ist denn in Sie gefahren? Ich bin Isabella Schulin. Ich werde nicht nur das Rätsel um das falsche Tattoo lösen, sondern auch den Mordanschlag aufklären. Maxi Bergmann hat einen guten Ruf in der Tattoo-Branche und ein volles Auftragsbuch. Bis jetzt. Denn jeden Moment beginnt für die 26-Jährige der schlimmste Tag ihres Lebens. Das ist der Dauerbrenner der Intim-Piercings. Oh, I don't know. Ich meine, das Teil muss ja auch eine Menge aushalten bei dem Job, den ich habe. Ja, was machst du denn? Ich bin Pornodarsteller. Echt? Wie geil ist das denn? Das ist ein Job wie jeder andere auch. Krass, ey. Warte, lass mich mal recherchieren. Es gibt so Piercings mit so einer speziellen Verankerung, die auf so eine Dauerbelastung ausgelegt sind. Aber davor muss ich erstmal ein bestes Stück mal begutachten, ne? Du tickst ja wohl nicht mehr richtig. Hey, wie konntest du nur? Ruhig, was ist los? Heute Morgen war alles super. Denkst aber auch nur du, du Gestörte. Oder sieht so für dich vielleicht ein Einhorn aus? Was für ein Einhorn? Du wolltest gar kein Einhorn. Ey, du hast doch wirklich ein Hirn wie ein Sieb, oder? Yes. Ich wollte ein Einhorn und nicht Schlampe. Ich habe genau das gestochen, was du wolltest. Pass auf, Mädchen. Ich lass mir sowas nicht bieten, ja? Ich war bereits bei dem Bullen und hab dich angezeigt wegen gefährlicher Körperverletzung. Du hast kannst was? Du gehen, dann kannst du deinen Saftladen hier nämlich dicht machen. Spinnst du total? Aber sorry, ich muss das mal kurz klären. Tu dir keinen Zwang. Ey, warte! Das stimmt doch gar nicht. Ey, warte doch mal! Was willst du von mir? Ich will das auf, was für Scheiß zu erzählen. Ich werd dich so fertig machen, Mädchen, das schwör ich dir. Ey, hast du so einen Kopf oder was? Das Wort Schlampe passt gut zu dir. Scheiße. Silke! Silke, nein! Ey! Hey, ist alles klar? Rufen Sie den Krankenwagen! Silke, sag doch bitte was! Hey! Silke! Silke! Oh, Gott sei Dank! Du bist an allem schuld. In Panik hat Maxi Bergmann sofort ihre Rechtsanwältin verständigt. Die Tattoo-Künstlerin will sich mit Isabella Schuliens Hilfe auf die Anzeige vorbereiten. Ich bin hier hinten. So, na, sieht doch gut aus. Guten Tag, ich bin Isabella Schulien. Sind Sie Maxi Bergmann? Super Timing, ich bin ja gerade fertig geworden. Ich bin Maxi Bergmann, aber ich brauche nur eine Sekunde. So, hier die Salbe, wenn du dir das morgen abmachst. Mhm. Dann tupfst du mal leicht jede paar Stunden mit der Salbe auf die Tätowierung drauf. Nicht baden, nicht schwimmen und sollte irgendwas sein, melde dich bei mir. Alles klar, mache ich. Okay. Vielen Dank. Ja. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Ja. Eine ganz zufriedene Kundin, oder? Ja, was man von der Silke Müller nicht behaupten kann. Sie müssen mir unbedingt helfen. Na, dafür bin ich doch da. Wenn die mit ihrer Behauptung durchkommt, dann kann ich sie einpacken. Da haben Sie wohl recht. Ich meine, Sie leben ja von der Zufriedenheit ihrer Kunden. Eben. Und das hier ist mein Leben. Das ist alles. Jetzt erzählen Sie mir noch mal genau, was wollte diese Silke Müller ursprünglich? Die wollte einfach nur das Wort Schlampe auf den Arsch. Das hat sie Ihnen genau so gesagt? Ja, wir haben ewig darüber gesprochen, weil sie ist Diabetikerin. Und da muss man einfach besonders aufpassen. Haben Sie denn Zeugen für dieses Beratungsgespräch? Nee, aber warten Sie mal. Da. Und zwar lege ich für jeden Kunden so eine Akte an und da ist immer die Kopie der Tätowierung drin und die Unterschrift des Kunden. Und bei ihr. Das ist ein Einhorn, oder? Nein, das ist nicht von mir. Das muss mir jemand untergejubelt haben. So, das. Sie müssen mir das glauben. Wieso sollte ich einer Tussi, die ich gar nicht kenne, das Wort Schlampe auf den Arsch tätowieren? Ja, das ist eine gute Frage. Hey. Die war total verpeilt, ja? Die hat hier großes Theater gemacht und ist dann auf die Straße gelaufen und wurde fast überfahren. Gottes Willen, war sie denn verletzt? Die hat nur einen Schock bekommen. Na Gott sei Dank. Aber jetzt noch mal zurück zum Einhorn. Sagen Sie mal, macht Ihr Kopierer auch solche Streifen wie hier auf dem Papier? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Hier ist der Kopierer. Mhm. Werden wir gleich sehen, ob die Kopie von
Ihrem Gerät stammt, oder nicht? Darf ich? Mhm. Hey, Schatz. Hallo. So, ich hab's so schnell gemacht, wie ich konnte. Ich musste Luna noch eben in die Krabbelgruppe bringen. Ja, ist schon okay. Hausmann halt, busy. Scheiße. Wer ist das? Das ist meine Anwältin, Frau Schulin. Frau Schulin, das ist mein Mann Lenny. Lenny Bergmann, hallo, grüß Sie. Kleinen Moment noch. Wir prüfen die Kopie. Na bitte, da hätten wir schon mal den ersten Hinweis. Keine Kratzer, keine Streifen. Ich sag doch, das ist gar nicht mein Stil, dieses kummige Einhorn. Das muss mir jemand untergejubelt haben. Aber wer außer Ihnen hat denn noch Zugang zu dem Laden hier? Ich und Lenny. Und ich glaube, der Arsch vom Vermieter hat bestimmt auch einen Schlüssel. Und der will Maxi hier unbedingt raus haben. Am liebsten wäre es ihm, wenn er hier eine Edelboutique reinmachen kann. Hat sein Büro auch hier im Haus. Moment. Interessanter Klingelton. Ja, aber ist nicht wichtig. Könnte es denn sein, dass sich Ihr Vermieter ohne Ihr Wissen hier Zugang verschafft hat? Um die Kopien auszutauschen? Ja, oder um Silke Müller reinzulassen. Das müsste doch heißen, dass die beiden unter einer Decke stecken. Ja, unter Umständen vielleicht schon. Nein, der ist nicht der Typ, der andere vorschickt. Ja, und so eine wie Silke kennt er doch gar nicht. Das ist so ein Anzug-Heini. Na gut, aber auf jeden Fall ist es wert, mit ihm zu sprechen. Und vielleicht hat er auch etwas beobachtet. Aber zuerst spreche ich mit Silke Müller. Okay. Das schaut nicht gut aus für Maxi Bergmann. Welches Motiv sollte Silke Müller denn haben, sich ein solches Tattoo stechen zu lassen, wenn sie jemand anders schaden wollte? Ich meine, sie muss doch dauerhaft damit leben. Also eins steht fest, sollte meiner Mandantin ein Fehlverhalten nachgewiesen werden, dann wird ihr Geschäft den Imageschaden nicht überleben. Maxi Bergmann will sich von dem schrecklichen Tag nicht unterkriegen lassen. Noch am selben Abend nimmt sie sich viel Zeit für einen Kunden. Ganz zum Leidwesen ihres Ehemannes Lenny. Aber das ist echt eine super Wahl. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Wenn du dich für eine Größe entschieden hast, kann ich das Teil direkt bestellen und können wir loslegen. Natürlich, wenn du mir nach der Sache heute Nachmittag noch vertraust. Klar vertraue ich dir. Ich kenne mindestens 3 Leute, die du gepierst hast und weitere 3, die du tätowiert hast. Du bist einfach die Beste. Danke. Ist das ein Bier oder so? Nee, du lass mal. Ich muss jetzt auch los. Okay. Heute wird noch gedreht. Ah, ich verstehe. So. Bitte. Ich finde alleine raus. Tschö, Max, bis morgen. Der Enzo. Sag mal, muss das sein? Was denn? Ja, dass du jetzt deine Kunden, dass die hier schon zu Hause auflaufen. Hey, was hast du für ein Problem? Bleib mal locker. Oh, ja, mit der Anzeige und so, weißt du, vielleicht ist das auch ein Wink des Schicksals, echt. Ein Wink des Schicksals? Wofür? Dass diese Einhundtussi ein Rad abhat oder was? Nee, das hätte ich ja auch so sagen können. Nein, aber... Aber was? Vielleicht solltest du deinen Laden zumachen. Spinnst du? Und wer verdient denn das Geld? Die Baufirma hat echt ein gutes Angebot gemacht. Die suchen halt gelernte Schreiner und in Dubai kann ich richtig Asche verdienen. Aber wir wollten nicht mehr darüber diskutieren. Ich gehe nicht nach Dubai und Luna auch nicht. Punkt. Warum nicht? Warum nicht? Weil meine Auftragsbücher voll sind, weil ich mir einen Namen erarbeitet habe? Ja, noch. Und wenn das mit dem Schlampentattoo rum ist, was ist dann? Dann ist Feierabend. Dafür habe ich meine Anwältin. Die regelt das. Ich meine ja nur. Hör mal, wenn ich nicht mehr tätowieren und piercen kann, ja, dann kannst du mich direkt begraben. Mein Leben ist im Moment einfach nur geil. Und in ein paar Tagen fliege ich zur Welt-Tattoo-Convention nach Vegas. Weißt du, was das für mich bedeutet? Ich tätowiere die coolsten Leute. Das hätte ich in Dubai doch alles gar nicht. Ich werde schon irgendwie damit klarkommen. Wir sind halt kein 115 Bärchen. Genau. Ich gehe schon. Maxi! Noch am Abend des Unfalls sucht Isabella Schulien die Geschädigte, Silke Müller, auf, um von ihr zu erfahren, was es mit dem falschen Tattoo auf sich hat. Leg doch mal eine andere Platte auf. Ich könnte dir auch helfen, einen Job zu finden. Oh, nee, danke. Echt kein Bedarf. Na gut. Also dann, Wiedersehen. Ja, tschüss. Hallo. Hallo. Frau Müller? Ja? Entschuldigen Sie, ich bin Isabella Schulien, die Anwältin von Maxi Bergmann. Ich würde mit Ihnen gerne über den Vorfall im Tattoo-Studio sprechen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Sie sind doch sowieso auf Ihrer Seite. Augenblick mal. Frau Bergmann hat mir Ihre Version der Dinge geschildert. Und jetzt würde ich gerne Ihre Variante hören. Das war alles ein riesengroßer Albtraum. Ja, aber manchmal hilft es ja, wenn man darüber spricht. Ja, okay, dann kommen Sie mal rein. Danke. Maxi.
Sag mal, will dieser Enzo etwa ein Intimpiercing haben oder was? Ja und? Wie ja und? Sag, wann machst du sowas? Seit einer Weile. Und ich hoffe auch, dass Enzo nicht der Letzte bleibt. Aber der Typ ist Pornodarsteller. Weißt du, wie viele Leute sein bestes Stück sehen? Der ist wie eine wandelnde Litfaßsäule für mich. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, du siehst dem sein Teil nicht. Ey, soll ich das mit geschlossenen Augen piercen oder was? Der ist Pornodarsteller, Mann. Wenn sich das in der Pornobranche rumspricht, ja? Wie cool wäre das denn? Ja, das wäre super cool. Ja, und dann stehen die bei dir alle Schlange und lassen bei dir die Hose runter, oder wie? Das wäre doch total geil. Ja, prima. Ja, aber komm, jetzt gib her. Ich muss das Teil noch bestellen, damit das auch rechtzeitig ankommt, ne? Schauen Sie sich das mal an. Und diesen Schriftzug haben Sie sich wirklich nicht gewünscht? Nee, ich wollte ein Einhorn. Und zwar genau so eins wollte ich. Oh Gott, das muss ja schrecklich für Sie sein, den Rest des Lebens mit dem Wort Schlampe auf dem Hintern rumlaufen zu müssen. Allerdings. Hallo. Guten Tag. Ich muss jetzt gehen, Schätzchen. Bist du sicher, dass du alleine zurückkommst? Ja, ja. Geh du nur. Ich weiß doch, wie wichtig dir dein Chor ist. Das ist übrigens meine Mutter. Guten Tag. Das ist die Anwältin von der Tätowiererin. Aha. Na gut, aber bitte nehmen Sie Rücksicht auf meine Tochter. Es geht ihr gar nicht gut seit heute Morgen. Erst diese schreckliche Tätowierung und dann auch noch der Unfall. Ja, ist schon klar. Aber zum Glück ist sie ja nicht schlimm verletzt, so wie es aussieht. Es hätte aber weiß Gott was passieren können. Ja, das stimmt. Also. Wiedersehen. Tschüss. Jetzt nochmal von Anfang an. Wie sind Sie eigentlich auf das Tattoo-Studio von Maxi Bergmann gekommen? Das war purer Zufall. Ich habe ein paar gute Kritiken im Internet darüber gelesen. Also, Sie kannten Maxi vorher überhaupt nicht? Nein, das war echt Ironie des Schicksals. Warum? Naja, ich dachte, wenn ich mir sowieso schon jeden Tag eine Nadel reinrammen muss, dann kann ich mich dabei doch gleich verschönern. Und was heißt jeden Tag eine Nadel? Ich bin Diabetikerin. Ich muss mir jeden Tag künstlich Insulin spritzen, aber ich habe hier so ein Pen, mit dem geht das eigentlich ganz einfach und unauffällig. Und warum haben Sie sich das Tattoo nicht gleich nach dem Stechen noch im Studio angeschaut? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann kein Blut sehen. Und Frau Bergmann meinte auch, dass man vielleicht direkt nach dem Stechen von dem Tattoo einen völlig falschen Eindruck bekommt. Aber welchen Grund sollte Maxi Bergmann denn gehabt haben, ihm ein solches Tattoo zu stechen? Das wüsste ich auch gerne. Das müssen Sie sie fragen. Bei mir wird das jetzt alles gerade ein bisschen zu viel. Also seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte jetzt wirklich ein bisschen meine Ruhe haben. Okay. Eine Frage habe ich nur noch. Kennen Sie eigentlich den Vermieter von Maxi Bergmann? Ich? Nee. Woher sollte ich den denn kennen? Mir sind da gerade ein paar Mahnbescheide auf dem Tisch von Frau Müller aufgefallen. Das deutet doch auf Geldprobleme hin. Wahrscheinlich kommen jetzt auch noch Schmerzensgeldforderungen auf meine Mandantin zu. Das wäre zumindest ein mögliches Motiv von Frau Müller. Allerdings erklärt das noch lange nicht, wie die Kopie von dem Einhorn in die Unterlagen kam. Denn außer dem Bergmanns hat anscheinend nur der Vermieter Zugang zu dem Laden. Mit dem werde ich gleich mal morgen früh sprechen. Isabella Schulien will dem Vermieter Thomas Kerner auf den Zahn fühlen. Da sein Büro in demselben Gebäude ist, in dem sich auch das Tattoo-Studio befindet, trifft sie zufällig auf die kleine Familie Bergmann und macht dabei eine wichtige Entdeckung. Ja, hallo Frau Schulien. Konnten Sie bei der Verrückten irgendwas erreichen? Sie meinen Silke Müller? Ja. Die bleibt nach wie vor dabei, dass sie mit Ihnen als Motiv das Einhorn ausgemacht hat. Ja, was glaubt sie, warum Maxi das gemacht haben soll? Dazu konnte sie mir keinen stichhaltigen Grund nennen. Und wie war die drauf? Sagen wir mal so, labil emotional. Aber Sie glauben ihr doch nicht, oder? Was ich glaube, ist doch auch egal. Ich will übrigens gerade zu Ihrem Vermieter. Ja, dann viel Spaß. Sag Ihnen Bescheid. Bitte. Ach, so, hier das Hündchen. Ja. So, Hundi eingepackt. Alles gut? Mhm. Frau Bergmann? Ja? Schauen Sie mal, das ist doch der Flyer von Ihrem Vermieter. Ja, was ist damit? Kann ich vielleicht gerade noch mal die Kopie mit dem Einhorn sehen? Ja, klar. Frau Schulien, wie sind denn Maxis Chancen, wenn sie wegen Körperverletzung angeklagt wird? Kann ich im Moment natürlich schlecht sagen, aber wenn ich ehrlich bin, so gut schaut es nicht aus. Aber wir haben auch noch viele Ungereimtheiten. Ich bin spät dran. Luna muss heute noch geimpft werden. Ich denke, ich bin los, wenn es okay ist. Okay. Ja? Bis später. Ciao. Da, und was ist damit jetzt? Ja, jetzt schauen Sie mal. Hier, sehen Sie diese Unregelmäßigkeiten am Blattrand? Ja, aber das würde doch jetzt heißen, dass diese Kopien von einem und demselben Gerät stammen könnten. Aber dann ist mein Vermieter mit dieser Silke unter einer Decke. Der hat diese Schlampe bestimmt dafür bezahlt.
Boah, ich werde ihm das direkt Frau Bergmann, immer langsam. Was? Ganz ruhig. Aber wir haben das Motiv jetzt. Und lassen Sie mich zuerst in aller Ruhe mit Ihrem Vermieter sprechen, bevor ich das an die Polizei weiterleite. Aber, okay, ich sage Ihnen Bescheid. Okay. So, bitte. Also, um was geht's denn? Wiedersehen. Ja, tschüss. Hallo. Hallo. Frau Müller? Ich bin die Anwältin von Maxi Bergmann. Sagen Sie mal, habe ich Sie gestern nicht im Haus von Silke Müller gesehen? Ja, und? Kennen Sie Silke Müller? Seit Ihrer Geburt. Silke ist meine Schwester. Wussten Sie das nicht? Nein, das habe ich nicht gewusst. Woher auch? Ich meine, Sie haben ja nicht mal den gleichen Nachnamen. Ja, das kommt daher, dass ich aus der ersten Ehe meiner Mutter stamme. Als Anwältin von Frau Bergmann sollten Sie das eigentlich wissen. Ich meine, immerhin ist das der Grund dafür, dass Sie Silke dieses unsägliche Tattoo verpasst hat. Ach, das ist doch eine pure Unterstellung. Abgesehen davon habe ich gestern Ihre Schwester gefragt, ob sie den Vermieter meiner Mandantin kennt. Das hat sie verneint. Also hat Frau Müller mich doch glatt angelogen. Naja, ich meine, vielleicht weiß Silke nicht, dass mir das Haus gehört. Meine Schwester ist in solchen Dingen etwas hilflos. Oder sie weiß es sehr wohl und will Ihnen dabei behilflich sein, meine Mandantin loszuwerden. Ist es nicht so, dass Sie da unten lieber eine Edelboutique sehen würden? Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Das Telefon, ich muss... Meine Sekretärin hat heute frei. Ich glaube, dass mir meine Mandantin jetzt ein paar Erklärungen schuldig ist. Hat sie wirklich nicht gewusst, dass Silke Müller die Schwester ihres Vermieters ist? Allerdings gehe ich auch davon aus, dass Herr Kerner in die Sache involviert ist. Denn beide Kopien könnten von seinem Kopierer stammen. Vielleicht hat er seine Schwester benutzt, um meiner Mandantin zu schaden. Damit werde ich ihn gleich mal konfrontieren. Ja, so würde es aussehen. Das kannst du nachher easy mit Seife abwaschen. Ey, gefällt mir. Ja, dann laufen wir einen Tag damit rum, damit du so ein Gefühl für die Größe kriegst. Und dann können wir direkt losstechen. Ja, das passt schon so. Das wird schon dabei bleiben. Okidoki. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Frau Bergmann? Ja. Gegen Sie wurde Anzeige erstattet. Ach ja, Anzeige hier. Angeblich hätte ich ein falsches Tattoo gestochen oder so. Das stimmt alles gar nicht. Ich hätte morgen um 14 Uhr noch einen Termin frei, wenn du möchtest. Nee, das lassen wir lieber bleiben. Das ist ein Missverständnis hier. Mit den Jungs in Grün will ich nichts zu tun haben. Ich suche mir lieber einen anderen Tätowierer. Ciao. Ja, aber warte doch. Ciao, nee. Oh, Sie vertreiben mir die Kunden. Ja, wie gesagt, gegen Sie wurde Anzeige erstattet. Und dabei geht es nicht um eine Tätowierung. Sondern? Es geht um einen schwerwiegenden Vorwurf. Was? So, also... Eigentlich weiß ich gar nicht genau, was Sie von mir wollen. Soweit ich weiß, steht doch außer Frage, dass Frau Bergmann die falsche Tätowierung angefertigt hat. Ganz und gar nicht. Hier steht Aussage gegen Aussage. Meine Schwester hat mir erzählt, dass sie in den Unterlagen von Frau Bergmann eine Zeichnung mit einem Einhorn befinden müsste. Oder hat sie die etwa verschwinden lassen? Wir gehen davon aus, dass meiner Mandantin diese Einhornkopie untergejubelt wurde. Ich frage mich nur, von wem? Von Ihnen vielleicht? Von mir? Also, hören Sie mal. Ich habe nicht mal einen Schlüssel zum Tattoo-Studio. Ich bitte Sie, Sie sind der Vermieter. Da ist es doch nicht ausgeschlossen, dass Sie einen Zweitschlüssel haben. Aber ich besitze nun mal keinen. Ich kann Ihnen das auch anders beweisen. Sehen Sie mal, das ist eine Kopie Ihres Flyers, richtig? Und ja. Das hier ist die angebliche Einhornkopie. Und wenn Sie das vergleichen, dann sehen Sie hier dieselben dunklen Stellen am Blattrand. Seltsam, oder? Ja, es sieht wirklich ganz so aus, als stammen beide von meinem Kopierer. Die Glasplatte hat einen Sprung. Wir haben schon einen neuen bestellt. Ja, und schön und gut. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich kann Ihnen das nicht erklären. Ja, vielleicht habe ich eine Erklärung. Sie sind der Vermieter meiner Mandantin und wollen sie loswerden. Silke Müller ist Ihre Schwester. Und Sie haben diese Kopien an Ihrem Kopierer angefertigt. Das heißt für mich ganz klar, Sie beide stecken unter einer Decke. Nein, nein und nochmals nein. Mal abgesehen davon, dass ich sowas nicht tun würde, würde sich meine Schwester ganz sicher nicht so ein Tattoo stechen lassen. Sind Sie sich da sicher? Absolut sicher. Meine Schwester und ich haben nicht mal ein besonders gutes Verhältnis. Dennoch waren Sie gestern bei ihr. Wollen Sie bitte etwa einen Strick daraus drehen, nur weil ich zu meiner Schwester komme, wenn mich meine Mutter darum bittet? Moment, Entschuldigung, es könnte wichtig sein. Frau Bergmann? Okay. Ja, jetzt bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. Mhm. Also. Es tut mir leid, ich muss los. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kerner. Gerne. Wiedersehen. Passiert. Oh, Gott sei Dank. Die Silke, die hat mich schon wieder angezeigt. Ich hätte sie absichtlich vor dieses Auto geschubst. Wie bitte? Ja. Ich bin Isabella Schulin, die Anwältin von Frau Bergmann. Ist das wahr? Ja, das stimmt. Die behauptet, ich wollte sie umbringen. Die spinnt doch total. Und jetzt wollen Sie meine Mandantin mit zur Dienststelle nehmen? Ja, nur um ihre Aussage aufzunehmen. Aber warum kommt denn Frau Müller erst jetzt mit der Anzeige? Und was sagt denn der Fahrer des Unfallwagens dazu? Er sagt, dass Frau Silke Müller alleine auf die Straße gelaufen ist. Ja, sehen Sie, dann bestätigt er doch zu 100% die Aussage meiner Mandantin. Dann gibt es doch keinen Grund, sie mitzunehmen.
Also ich schlage vor, wenn wir was zu sagen haben, wir melden uns schriftlich. Na gut, wir melden uns gegebenenfalls wieder. Wiedersehen. Und dann lässt die Polizei mich überhaupt nach Vegas fliegen? Ich hatte diese Tattoo-Convention. Ich wüsste nicht, was dagegen steht. Diese Silke, ich weiß echt nicht, was sie will. Ich hätte ihr vor die Schlampe noch so ein dickes Drecks tätowieren sollen. Frau Bergmann, haben Sie eigentlich nicht gewusst, dass Silke Müller die Schwester von Herrn Kerner ist? Was? Aber dann stecken die doch unter einer Decke, dann ist doch alles klar. Frau Bergmann, von Ihnen will ich jetzt die ganze Wahrheit wissen. Wussten Sie wirklich nicht, dass Silke Müller die Schwester von Herrn Kerner Nein. ist? Und Sie wollten sich ganz bestimmt nicht über sie an ihrem Vermieter rächen? Nein, ich habe sie zum ersten Mal im Leben gesehen, als sie hier bei mir im Studio war für die Tattoo-Besprechung. Dann kam sie auf einmal mit diesen, ich hätte ihr nicht das eine, sondern die Schlampe tätowiert, ich hätte sie vor das Auto geschubst. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Sie müssen mir echt helfen. Ich gebe mein Bestes. Wenn Sie das schaffen, ich mache Ihnen so ein richtig geiles Justitia- und Paragraphen-Tattoo, ganz umsonst. Woher wissen Sie denn, dass ich nicht schon eins habe? Echt? Kein Kommentar. Ich mache jetzt erstmal meine Arbeit. Ich muss unbedingt mit Silke Müller sprechen. Die hat mir so viel verschwiegen und ich muss wissen, warum. Ja. Warum hat Silke Müller nicht einfach zugegeben, dass sie die Schwester von Herrn Kerner ist? Die Einhornkopie stammt eindeutig von dem Kopierer ihres Bruders, zu dem sie möglicherweise Zugang hatte. Ja, und dann macht sie meine Mandantin auch noch für ihren Unfall verantwortlich und zeigt sie bei der Polizei an, obwohl sie gestern noch froh war, mit dem Schrecken davon gekommen zu sein. Ich bin mir sicher, diese Silke Müller hat etwas zu verbergen. Ich habe keine Zeit. Nein. Auch wenn nun eine Krabbelgruppe ist, nicht. Die Idee war ja auch gut. Darum geht's auch gar nicht. Ja, wir müssen vorher aber noch ein paar Dinge klären. Nee, das machen wir nicht jetzt. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss Schluss machen. Ja, ciao. Ja, dann sag mal her. Aber sicher doch. Ah, schaut doch ganz gut aus. Ja, leg mal los, ich wäre soweit. Voll ab der Scheiße, was ist das? Ich hab doch gewusst, dass ihr was miteinander habt. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Damit, raus hier. Komm, sieh zu und verschwinde sonst raus. Lenny, halt uns mal, wie spinnst du? Was denn? Mein Enzo ist ein Kunde. Wir machen hier gerade ein Beratungsgespräch. Sag mal, hab ich hier oben dämlich auf der Stirn stehen oder was? Du wolltest ihm gerade einen blasen. Das ist doch Quatsch, Alter. Ey, lass mich doch einfach meine Arbeit machen. Bei uns im Wohnzimmer. Auf den Knien oder was? Wo ist denn das Piercing? Da? Oh Gott, es ist ein Beratungsgespräch. Ich muss mir die Anatomie erstmal genau angucken, weil es eine sehr sensible Stelle Anatomie, ist. Ja. Eben, ist ja jeder anders gebaut. Mensch, mach dich doch mal locker. War nur ein Beratungsgespräch. Ich wusste gar nicht, dass du so eifersüchtig bist. Weißt du was? Sorry, aber der ist normalerweise ganz cool drauf. Aber okay. Und dein Süßer, der kümmert sich hier um die kleine Luna und schmeißt den Haushalt? Ja, und ich gehe arbeiten. Was ist dabei? Da wird mir so einiges klar. Er hält mich? Überleg doch mal, du musst deinen Mann auch ab und zu mal Macker sein lassen. Wie meinst du das jetzt? Ab und an muss ein Mann einfach auch mal ein Mann sein. Sonst tickt er dir irgendwann aus, so wie er hier gerade. Ich wette, der ist tierisch unzufrieden.